Hallo, meine kleinen Mini-Freunde. Oh, irgendwas stresst mich gerade richtig. Irgendwas ist hier mega strapaziös. Okay, irgendwas stimmt hier nicht, Leute. Irgendein Stressfaktor befindet sich in diesem Raum. Ach du Jemine. Was ist das denn? Die Strapaziöse. Warte mal. Die Fritteuse geht nicht mehr. Du lügst mich jetzt an. Die Fritteuse geht nicht mehr. Lauf. Das Ding müsste blinken. Die ist aus. Als ob die Fritteuse jetzt kaputt ist. Ich schwöre, die Fritteuse ist gerade kaputt. Nein! Oh, ich glaub's nicht. Och nee. 30 Minuten Fahrt zum Elektrofachmarkt später. Leute, wisst ihr, was passiert ist? Wollen wir es den Leuten sagen? Ja, komm, ganz ehrlich. Das ist aber einfach langsam peinlich. Was ich weiß, aber ist doch egal. Es ist halt jetzt eine halbe Stunde später. Wir haben es gerade nochmal aus Spaß probiert und jetzt geht sie halt wieder. Ja, jetzt lass aber auch schnell das Zeug reinmachen. Das lieber. Sonst geht gleich wieder hier. Umfrara und dann ist alles wieder vorbei. Ich habe ganze 2 Stunden lang heute Nacht geschlafen. Ich raste hier gleich komplett aus. Falls ihr es noch nicht gemerkt habt, wir werden heute frittieren. Und zwar nicht nur irgendwas. Nein, nein, nein. Sondern, Julia. Wir frittieren. Oh, Weihnachtsessen. Oh mein Gott. Leute, ihr kennt's ja. Zu Weihnachten gibt's nicht nur Plätzchen und Spekulatius. Nein, nein, nein. Zu Weihnachten gibt's einen schönen Gänsebraten. Da gibt's aber auch mal schön Rotkohl dazu. Und was gibt's da noch dazu? Boah, können wir Klöße frittieren? Na, aber hallo. Oh, ja. Also Leute, wir wissen nicht, was genau auf uns zukommt. Jemand anderes, Spezielles, hat es für uns eingekauft. Und Leute, dieses Video wird wirklich sehr, sehr speziell. Ich bin mir sehr, sehr sicher. Ich würde sagen, es wird Zeit für das absolute, das größte und das allerbeste Frittierspektakel, was ihr jemals gesehen habt. Also würde ich sagen, let's go mit dem Video. Julia! Was? Oh, bin ich blöd! Warum? Du kriegst doch jetzt noch ein komplettes Weihnachtsoutfit. Was? Oh mein Gott, nein. Ich hab so die geilen Sachen gekauft. Du hast nicht dein Oh mein Gott, Julia, es wird so der Hammer für dich. 1, 2, 3! Oh mein Gott! Sehen wir nicht cool aus? Voll süß irgendwie. Du siehst halt voll cool aus mit diesen Büscheln hier. Sieht echt cool aus. Ja, ich würde sagen, let's go, oder? So. Mach mir mal ein Bier auf, du. Ja, soll ich dir mal aufmachen? Ja, mach mal auf jetzt. Kannst du das etwa nicht, nee, oder? Nee, wie war ich denn hier ohne alles? Oha, was für eine krasse Alte bist du denn? Richtig im Dorf, Alter. Ich bin so eine zum Pferdestehen. Sorry, I never said that. Hä, weißt du das Verhältnis, Julia? Ja, auf gut Glück halt. Leute, wir würden sowas übrigens niemals im Real Life trinken. Das ist wirklich nur fürs Video, das es gibt. Oha, du Illegale! Merkt schon, es ist spät am Abend hier schon wieder. Oh Leute, ich kotze halt jetzt schon. Dann kommt die Scheiße. Das ist jetzt zu viel. Jetzt brauchen wir noch ein Bier. Jetzt ist es zu fest. Ja, okay, vielleicht ist doch ein bisschen zu fest. Hast du dein Bier schon leer gesoffen oder was? Ja, ich hab das schon leer gesoffen. Brauchst du noch mal eins, hä? Komm, gib mir noch mal ein Bier. Aber. Ja, vor allem direkt so der Alkoholkanal hier, ey. Oh. Oh. Das war jetzt viel zu flüssig, Julia. Das ist wieder mehr Milch. Oh. Das wird doch nichts. Das Ding ist doch jetzt auch schon langsam richtig das heiß, ist oder? So heiß, ich spür's auch gerade. Ja. Nee, nee, das bin ich. Oh. Du mich auch so von unten nach oben an, so richtig abwertend. Oh, kannst du mir die Fresse halten mit der Gabel? Are you ready? Ja, Leute, wir haben jetzt hier alles ready. Erstmal kommt natürlich alles im Bierteig und danach haben wir noch das Special Panko-Zeug. Oh, einfach direkt in meine Fresse? Ja. Also, wir haben jetzt hier in dieser Weihnachtsmannmütze alle Sachen drin, die Weihnachtsessen sind und die wir hier reinschmeißen werden. Echt? Ja, wir werden jetzt nach und nach alles ziehen und dann müssen wir es frittieren. Leute, übrigens, Julia ist jetzt nicht mehr die Nervige. Wir haben ein Synonym gesucht und sie ist ab jetzt die Strapaziöse. Ich hab so Angst. Oh, vegetarische Würstchen. Ja, das ist doch das, was es hauptsächlich zu Weihnachten gibt, oder? Ich habe noch nie Würstchen zu Weihnachten gegessen. Wir frittieren hier heute Weihnachtsessen. Für dich ist das alles ganz normal. Ja, okay. Kartoffelsalat und Würstchen. Oh, jedes Weihnachten. Ich lieb's so sehr. Das machen viele Leute. Aber das verstehe ich nicht. Weihnachten soll doch so ein Fest sein. Wieso machen ja, wir da Kartoffeln und Würstchen? Warum denn so ein Assi-Essen, ne? Das riecht nach Mini-Winis. Oh, das riecht aber Aber 100%. Das riecht halt nach echter Würstchenwurst. Oh, Julia! Wir wollten das Würstchen zusammen eintunken. Aber ich glaube, das hier wird geil schmecken. Soll ich einfach so reinschmeißen? Ja. Oh, ich hab so ein bisschen Angst immer, ne? Oh mein Gott, it's working! Aber wir müssen es diesmal richtig schön kross und braun und geil machen, Julia. Ja, ja, die sind bestimmt schon gut. Nee, die... Oha! Wir können schon das nächste ziehen, oh, ja. Vegane Ente. Ach du Scheiße. Hier kommen wir mit dem richtig krassen Scheiß direkt. Oh mein Gott. Joey, also langsam ist es wirklich golden brown. Ja, ist ja richtig das Abendbrot jetzt für uns hier. Are you ready, Joey? Ja, du isst die ganze Wurst, Julia. Nimm doch einfach mal die Wurst in den Mund. Guck mal, die kann man doch einfach so grabben. Okay. Es tut halt schon sehr, sehr weh zwischen meinen Fingern gerade. Ist schon richtig krass. Sie verbrennen okay, in dieser Sekunde. Ja, wollen wir? Schon. Okay. Schmeckt gut. Ja, ich find's irgendwie gerade eklig, weil es eine Wurst ist. Oh, Julia, stell dich nicht so an. Das ist halt einfach viel zu heiß. Ich würde sagen, wir kommen zu unseren veganen Ente. Schon wieder irgendwas falsch gesagt, oder?
Das sind halt jetzt so kleine Scheißdinger. Wir müssen die zusammenpapschen zu so einem Ball. Never ever, Joey. Das ist doch so eine Klebescheiße. Ich bin so angeekelt. Guck mal, so. Jetzt hier rein. Und jetzt zerfällt halt alles. Oh, es stinkt. Es ist auch nur vegane Ente, Julia. Oh. Julia, ich hab mir das anders vorgestellt. So ekelhaft. Wo ist Pankow? Weiß ich schon nicht. Julia, Pankow ist du hast Pankow. Aber guck mal, es hat geklappt. Es ist so ein Entenball. Es zerfällt alles in der Fritteuse jetzt. Ich pack's jetzt einfach rein, ja? Ja. Es ist immer noch ein Ball. Ja, denkst du. Julia, wir haben den ultimativen Weihnachtsentenball gemacht. Ich weiß nicht, ob es mir nur so vorkommt, aber ich glaube, wir sind heute so richtig next level. Oh! Oh mein Gott, ich habe mich mit meinem Steißbein auf diese Linie gesetzt. Idiot! Next level war es angeekelt? Asozial. Ja. Willst du ziehen? Ich will ziehen. Okay, Julia ist dran mit ziehen. Okay. Baumkuchen. Oha, wie geil. Gott, ich liebe Baumkuchen. Ich liebe ihn halt auch. Das hat so richtig meine Kindheit geprägt. Oh ja, meine auch. Mein Papa hatte den immer. Ohne Spaß, meine Mama hatte den immer. Oh mein Gott. Das ist diese Öffnung, die so cool ist. Ja, das ist die Baumkuchenöffnung, ne? Die gibt's nur beim Baumkuchen. Ja, wirklich. Hier wollen wir den einfach jetzt mal in den Bierteig tun. Ja, muss man machen. Oh, du mit deiner nervigen Gabel, ey. Nimm doch mal die Finger. Julia, das ist ein Assi-Video. Jetzt mach doch auch mal mit den Fingern. Oh, unser Entenkübel ist schon ganz schön gut dabei. Ich labe eine Grütze heute. Ey, das ist voll der geile Entenball. Weißt du, was das so Abartige ist? Der Baumkuchen kommt jetzt ins Entenfett. Julia, es ist auch nur Erbsenprotein. Das ist mir egal. Oh mein Gott, ist der riesig. Scheiße, Julia, das kippt doch gleich über. Ach, Quatsch. Oh, ich glaube, das schmilzt. Oh ja, scheiße. Oh, Julia, es wird gerade alles braun. Oh mein Gott, Julia, es sieht halt wirklich aus wie Entengrütze jetzt. Ach du Scheiße. Julia, du musst den rausholen. Warte, hier, mach hier drauf. Ja. Mach es zur Ente. Ja. Oh, Entenbaumkuchen. Ah. Oh, Julia, das ist aber noch gar nicht geil. Wie, jetzt ist das hier voll Es sieht aus wie richtig Durchfallwasser, ey. Wir frittieren in Abwasser. Julia, wir müssen jetzt dringend unsere Ente mal probieren. Wow. Julia, jetzt hab dich nicht so. Aber du musst ordentlich einen Biss nehmen, okay. Ja? Wirklich. Ja. Ich hab ja. Oh, bist du Enten oder was? Julia, das Video wird mir gerade ein bisschen so asozial. Die Konsistenz war wie wenn man so auf Fett von Fleisch trifft. Ich finde es gar nicht so scheiße. Aber Konsistenz ist wirklich grenzwertig. Komm, Julia, das geht voll. Schmeckt nur ein bisschen nach Geflügel. Oh, ja, ich schmeckt durch nach Geflügel. Aber ich hab gar kein Geflügel. Boah, das ist so fettig und wabbelig, ne? Julia, es wird nichts ausgespuckt. Nein, du setzt dich hier hin und isst das. Ich gucke gar keinen Kronka. Ja, wollen wir den Baumkuchen mal probieren? Deine Stimme. Ja, wollen wir den Baumkuchen mal probieren? Ist klar, Nina Hagen. Oh mein Gott, der sieht ja richtig geil aus, der Baumkuchen. Ja, ne? Los! Oh mein Gott, das ist so richtig schön weich jetzt. Mit Alkohol. Das ist das Bier, von dem du gerade noch aufgestoßen hast. Schmeckt dir nicht. Doch. Aber das Problem an der ganzen Sache ist halt, ich übergebe mich gleich. Mir auch. Okay, ready? Oh, ich habe die Ente umgeschmissen, die liegt auf dem gesamten Boden. Oh, ich hasse die vegane Ente, ja, ne? Die ist einfach nur nervig. Okay, ich habe jetzt gezogen, ja? Ich habe echt Angst. Wir haben einen Kloß. Oh ja! Hast du da Bock? Oh ja! Gar kein Bock. Oh Kloß. Ja! Ich komme ja aus Thüringen und es gibt wirklich Klöße. Sonntags immer Klöße bei meinen Eltern. Ich kotze ich liebe jeden Sonntag. Kann ich einziehen? Ja, pack mal. Komm bitte, für Klöße. Komm bitte. Boah, wir müssen den Kloß ja jetzt auch erstmal formen, ne? Ihh, was quetschst du da raus? Den Kloß. Machen wir den Kloß jetzt auch in so crunchy Shit rein? Wir können einen Kloß reinmachen und einen nicht. So, Kloß ist im Teig. Ja, ich mach den kleinen hier schon mal einfach so da rein. Ja, du musst Julia, hier ist alles voll mit diesem Fett. Ist das gut? Ja, das ölt den Tisch. Was sagst du zum Kloß? Sieht super aus. Ja, mal reinklatschen, die Scheiße. Hab halt Angst. Oh mein Gott, boah, das ist ein heftiger Kloß. Voll geil. So wurde ich früher halt in der Schule auch immer bezeichnet. Soll ich schon mal ziehen? Ja, zieh mal. Oh, Vanillekipfer. Oh, langweilig, ey. Aber es ist nicht ganz so langweilig. Wir haben Vanillekipferlteig. Ja, kannst werfen. Problem ist, wenn es halt irgendwann mal hier drin landet, dann lachen wir nicht mehr, ne? Jetzt können wir unseren eigenen Vanillekipferl formen. Mhm. Das wird richtig gut, Julia. Cool. Film schon mal den Kipferl. Du filmst den? Leute, guckt doch mal, wie schön unsere Klöße aussehen. Sieht aus wie der Mond. Und der sieht aus wie der Saturn. Was laberst du? Ja, keine Ahnung, könnte auch Mediamarkt sein. das ist aber auch der Mond. Ja! Oh mein Gott, hast du es gehört? Ja, der ist auch der hat gerade gefurzt. Ja, einfach rein damit jetzt, oder? Okay. Wir machen ja aber auch eine Sauerei, ey. Den Tisch kann ich wegwerfen. Ihr wisst halt nicht, wie viel der gekostet hat, Leute. 3000 Euro. Und ihr wisst halt auch nicht, wie spät es gerade ist. 0.30 Uhr. Okay, ja, komm raus, sonst werden die echt crisscross. Pass auf, Julia, der Maulkorb ist heiß. Hä, Leute, das sieht richtig gut aus, dieses Teil. So, soll ich den Vanillekipferl schon mal rein? Sieht halt aus wie so ein dickes Schnitzel, das Teil. Julia, jetzt hast du die ganze Kacke hier dran geschmiert. Oh, der ist noch richtig roh in der Mitte. Oh Gott, ja. Oha, der sieht gut aus. Oh, da habe ich sogar Bock drauf. Oh, und ich hasse Klöße. Liebe Klöße.
Oha! Das schmeckt wie Reibekuchen. Oh nee, mein Gott, doch. Absolut gar nicht, aber schmeckt geil. Oh, heiß, heiß. Doch? Schmeckt wie warme Rotze, so ein bisschen. Doch, im Inneren ist noch so richtig flüssig. Ja, wie Reibekuchen. Wie Rotze. Leute, wenn ihr so richtig krank seid. Boah, ich genieße das gerade und du machst es mir gerade so schlecht. Jetzt denke ich, ich esse deine Rotze. Mmh. Aber schmeckt schon gut. Du Eklige. Also da ist noch ein bisschen Kloß bei, Leute. Aber so sieht der Vanillekipferl aus. Der sieht halt richtig gut aus, Julia. Ja. Pass auf, Julia, bitte nicht auf mich. Um Gottes Willen. Pass auf, der Maulkorb ist fast an meinem Finger. Oh, jetzt haben wir den Kloß hier noch. Warte, ich mach mal mit dem Handy hier. Oh. Was wollen wir als nächstes frittieren? Ich will ehrlich gesagt nicht mehr, Leute. Spekulatius. Oh. Oh. Jetzt haben wir ja so richtig die Plätzchenscheiße erwischt. Oh. Vielen Dank, jetzt ist halt alles zerbrochen hier. Hä, aber Julia, weißt du, was wir machen könnten? Was? Wir könnten so alle Spekulatius, den ganzen Stapel versuchen zusammen zu frittieren. Das funktioniert. Das funktioniert. Obwohl, es könnte funktionieren. Das könnte wirklich funktionieren. Aber wenn du dich nicht dumm anstellst, und das ist halt schwierig. Julia, ich habe ein Entenbein geschafft. Muss mir jetzt halt nur mal beim Panko ein bisschen unter die Arme greifen. Du bist so nervig, ich wusste, dass du das jetzt so machst. Ich glaube, es wird nicht besser, wir hauen das jetzt einfach rein. So, ich würde sagen, wir probieren jetzt das Kipferl, Leute. Das sieht halt richtig geil aus, aber das riecht komplett nach rohem Teig. Boah, wie matschig es noch ist. Aber vielleicht ist das ja so richtig Cookie-Dough-mäßig. Ich schmeck nichts außer Zucker. Das schmeckt generell irgendwie so nach Nick. Boah, ist richtig eklig. Hat sich nicht genügend. Ja, ne, am Ende dann noch wieder. Mann, wir haben da hinten so Tee. Wir können doch keinen Tee frittieren. Oh, ich kann nicht mehr. Zieh mal den Tee. Teebeutel! Hä, aber wie kann ich einen Teebeutel frittieren? Ja, was für ein krasser Zufall war das denn das jetzt? Das war echt krass, aber wie will man einen Teebeutel frittieren? Früchtetee mit Glühweinaroma. Melina, wie sollen wir das frittieren? Die Idee war, das einfach ganz normal zu frittieren und dass der Geschmack dann so ausschwärmt. Also nicht den Beutel essen. Ah! Das Aroma, der Teig drumherum schmeckt dann danach. Ach so. Oh, nimm mal einen guten Zug. Oh, das tut richtig weh in der Nase. Aua! Ja, ne? Also Leute, dieses Video ist halt an Weil willst du in den Teig tauchen? Das war doch der Sinn, du Idiot. Hä? Nee, ich glaube, ich habe es immer noch nicht verstanden, was wir gerade machen. Ich dachte, dieses Fett soll einfach nur das Teearoma annehmen. Nein, das hier soll das Teearoma annehmen und das schmeckt. Ach so, nur Panko soll dann nach Tee schmecken? Ja. Und dann sollen wir Panko und Teig dann vom Teebeutel abzutschen, oder was? Ja. Das ist doch ekelhaft. Wir frittieren Teebeutel, um Gottes Willen. Achso, was eigentlich mit dem Spekulatius? Ja, der Spekulatius ist auf jeden Fall crisscross. Guck mal, das sieht voll ekelhaft aus. Alter, Leute, guckt euch mal unsere Teebeutel an, die gehen so richtig ab. Die coolen. Warte. Oh nein! Oh, oh scheiße! Nicht. Oh mein Gott, Julia! Hier. Ich will das jetzt nicht. Ja, musst du aber! Julia, nein! 3, 2, 1. Oh, ist das heiß! Oh, schmeckst du irgendwas? Oh, es verbrennt gerade alles in meinem Mund. Aber schmeckt gut, oder? Meine Zunge ist halb taub jetzt. Ja, schmeckt halt immer nur nach Teig mit ein bisschen extra Fett. Leute, macht das nach. Schmeckt wie Zinni-Minis. Unsere Teebeutel sind. Oh, Julia, spritzt das doch nicht überall jetzt hier. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Also, es riecht halt nach dem Tee. Das riecht schon sehr intensiv. Wollen wir? Oh mein Gott. Heftig. Ich schmeckt überhaupt nicht nach Tee. Schmeckt nicht nach Tee. Schmeckt nach gar nichts, Leute. Oh, ich kann nicht mehr. Oh. Bin ich nicht dran? Nee, du bist dran. Nein, ich bin dran. Chill mal, ja. Maronen? Ihhh, oh, ich hasse halt Maronen. Nicht richtig eklig. Ihhh, wie sieht das denn aus? Julia, das esse ich nicht. Das sieht aus wie? Das sieht wie ein inneres Organ aus. Ja, wie welches Organ sieht das aus? Kotsteine. Kotsteine? Es gibt Kotsteine. Ich esse doch keine Gallensteine. Nee, ich esse auch keine Kotsteine. Könnten auch so kleine vertrocknete Hoden sein. Siehst du was? Nee, nur deine Fettfinger. Okay, ich werde jetzt den Maronenbatzen in unseren Teig tauchen. Das ist das Widerlichste, was wir bis jetzt gemacht haben. Mir ist schlecht. Ich werde gleich Kotsteine essen. Okay, lass mal ein bisschen Kotstein frittieren. Oh, Julia, hör auf jetzt auch mit Kotsteinen. Das wird direkt demonetarisiert. Hm. Dieses Video ist ein einziger Kotstein, ey. Da auch einfach so reindrückst, ey. Ich hatte vor meiner Fahrschulprüfung nicht so viel Angst wie davor. Und ich bin zweimal durchgefallen. Es sind nur Kastanien. Julia, hör doch jetzt mal auf. Ich muss das alles mitfilmen. Guck mal, wie das aussieht. Das sieht aus wie so ein Mini-Leber-Gehirngeschwür. Das sieht halt wirklich so aus. Wieso kaufst du Maronen? Das ist doch Kacke. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist doch einfach nur Kot. Nimmst du? Mhm. Und los. Ich verstehe den Sinn von Maronen. Oh, oh, hast du ganz ekliger Geschmack. Ich kann nicht weiter kauen. Es klebt alles an meinem Kaumen. So stelle ich mir Kotsteine vor. Wenn du jetzt noch mal Kotsteine sagst, ich habe das selber gerade im Mund, dann muss ich kotzen. Könnten auch Hoden sein. Könnten halt echt. Oder so eine Niere. Weißt du noch von früher, als du Nieren essen musstest? Bitte was? Ja, ich war früher beim Schlachten immer dabei, kennst du? Und da musste ich die Scheiße auch essen. Ja.
Aus so einem Dorf komme ich. Also Leute, passt auf, es ist inzwischen 1.45 Uhr. Wir können langsam nicht mehr. Okay, du ziehst. Kartoffelsalat. Schmeckt bestimmt geil frittiert. Let's do it. Ja, komm her. Ja, komm, gib mir noch ein bisschen. Oh, das wird richtig schwierig, das zu einem Ball zu formen. Okay, nee, das zerfällt alles, Julia. Es ist halt alles auch schon so krustig hier drin. Boah, es ist abartig. Ja, wir haben keine andere Wahl. Okay, ich hau jetzt rein. Okay, oh, oh mein Gott. Oh mein Gott, Julia, wenn wir Glück haben, haben wir jetzt einfach gleich einen Kartoffelsalat-Ball. Ey, es nicht so viel. Oh mein Gott, wie geil. Oh mein Gott, ging das jetzt schnell. Oha. Ich finde es gerade richtig cool, dass wir das geschafft haben. Das ist echt krass, hätte ich nicht gedacht. Oha. Oh mein Gott, das sieht richtig geil aus. Auf einmal kommt echt da so Kartoffelsalat raus. Das sieht richtig gut aus, Julia. Hi. Kommt hin, Chin. Oha. Hä? Bist du bescheuert, Julia? Ordne mal bitte deine Geschmacksnerven. Das schmeckt so lecker. Also es schmeckt schon gut. Das Ding ist, mir ist halt echt schlecht. Okay, wollen wir das Finale machen, Julia? Das ist das Finale. Ja, wir ziehen so lange, bis wir das Finale geil finden. Das, was wir am geilsten finden, werden wir jetzt frittieren. Okay. Christstollen. Boah, finde ich richtig eklig. Rotkohl. Nee, ich kann nicht mehr. Nee, ich will auch nicht Rotkohl. Christstollen ist schon krass, ne? Der ist riesig. Ja, Christstollen ist geil. So ein ganzer Christstollen, wenn wir das hinkriegen. Tada! Ja, du siehst halt wirklich so aus, als hättest du den ganzen Abend gesoffen. Oh mein Gott, der sieht halt wirklich perfekt aus. Leute, es gibt ja Menschen, die finden Rosinen eklig, aber hier drin schmecken sie einfach nur geil. Also ich finde Rosinen nicht eklig, aber da drin schmecken sie einfach nur scheiße. Echt jetzt? Also wir reiben jetzt unseren Stollen gut mit unserem Bierteig ein. Da ist halt auch so ein Stück Kartoffel noch. Oh, das ist so schade drum. Das wird aber alles aufgegessen, Leute, ich schwöre. Hey, Julia, guck mal, wie fürsorglich ich den einschmiere. Ja. Das klingt auch richtig eklig. Schön vorsichtig. Julia, oh, alles auf den Teppich, du bist so nervig. Umdrehen, turn around. Sollen wir einfach? Ja. Okay, pass auf, ich hau ihn rein. Ah! Aua, 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 voll in den Maulkorb gefasst. Es ist alles daneben. Ja, komm, hau rein, die Kacke. Aber jetzt vorsichtig, nicht, dass er überall... Der wird überlaufen. Boah, jetzt muss ich die Scheiße festhalten, auch noch. Wir müssen ihn halt auch noch wenden dann, ne? Boah. Falls ihr irgendwann mal auf die Idee kommen solltet, einen Christstollen ganz zu frittieren, ihr solltet es lieber sein lassen. Weil nicht mal wenden funktioniert dann. Riechst du an meinem Ellbogen? Nein, ich atme nicht. Soll ich ihn einfach jetzt auf den Teller klatschen? Nee, Julia. Doch, klatsch drauf. Hilf mir mal bitte, du musst mal ein bisschen stabile Seitenlage geben hier. Was wird denn das hier? Oh, Julia, die ganze Kruste ist ab. Oh, der sieht richtig gut aus, oder? Scheiße. Hä? Leute, das sieht wirklich richtig lecker aus. Meinst du das jetzt gerade ernst? Hä, findest du nicht, dass es geil aussieht? Also auf dem Handy sieht es wesentlich besser aus als in echt. Das stimmt überhaupt nicht. Finale! Oh! Das geht noch lauter! Oh! Richtig cringe schon wieder, ey. Komm, wir fressen jetzt einmal den Scheiß und dann ist gut hier. Es ist inzwischen 2.38 Uhr, Leute. Ja, wow. Das wird stolz. Oh, kannst du das jetzt mal bitte einmal richtig durchschneiden? Hab ich doch. Guck mal. Sieht richtig nervig aus, ne? Ich finde nicht, dass es eklig aussieht. Es stinkt. Weißt du was? Du stinkst. Am Ellenbogen. So richtig nach Schweiß. Jetzt halte noch mal ein bisschen hier. Ich freue mich so auf den Stollen, den ich so ekelhaft finde. Okay, 3, 2, 1. Das schmeckt ja richtig kacke. Das schmeckt ja richtig scheiße. So Leute, wir werden jetzt gleich ein Date mit der Toilette haben und wenn euch dieses Video auch genauso gut und gefallen hat und schön, dann gebt ihm auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben, wir würden uns riesig darüber freuen. Ja, ohne Spaß, Kacke. Mir wird gerade wirklich richtig schlecht. Bevor Julia Durchfall kriegt, es gibt noch ein weiteres Video, was wir auf ihrem Kanal gedreht haben, ist mega geil geworden, Leute. Schaut vorbei, Link ist unten in der Beschreibung und auch nochmal hier eingeblendet. Und ja, vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt, vergesst nicht bei Julia vorbeizuschauen und dann würde ich euch schon wieder sagen, sehen wir uns bald wieder!